Da müsste ich eventuell irgendwie reinkommen, aber wie? Komm ich hier rauf? Nee. Ich kann die Gräber auch nicht besteigen. Ist ja auch immer zu guter Recht, ne? Oder muss ich von dem da echt viele Bilder schießen, damit er stirbt? Das wäre ja auch Quatsch. Okay. Das sieht gut aus. Oder auch nicht. Ganz ruhig da oben. Ganz ruhig. Mach keine Faxen. Stirb, Zombie! Ist nichts. Das kannst du auch sowas noch vergessen. Hä? Leute? Kann das nicht? Nee. Das ist nicht. Muss das so? Wenn ich hier dich herankomme, fängt es an zu krisseln. Ungefähr so. Und nur auf die Kerzen. Ah! Ah! Ist ja geil. Jetzt. Oh oh. Ah 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 ah. Nee, 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 nee. Hallo? Keine Angst vor verschlossenen Türen. Wird sich verarschen? Ich habe auch vor offenen Türen Angst. Oh mein Gott. Was kommt jetzt? Müssen wir gegen sie kämpfen? Hallo? Oh, diese Vielfalt an Tipps, ne? Also es ist echt wow. Was, ein Traum? Red Owl. Ist ja geil, jetzt ist es los. Are you sure we're going the right way, man? I think so. But how did the road suddenly get so bad? It's just like the road by our school. Well, hey, watch out! What? What is it now? Bitte nicht. Bitte nicht. Ist ja geil, jetzt fängt es erst richtig an. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei The Red Out. Jetzt offensichtlich doch nicht so kurz, wie ich dachte. Ich dachte so ganz nach dem Motto, wer ist das schon? Also bei dem Rätsel gerade dachte ich, ja, okay, dann hörst du jetzt mal auf damit. Aber ich finde, oh Alter, wie nice.
Ich vermisse mein Handy. Oh! Ich habe genau das gleiche heruntergekommene Handy, wie ich da gefunden habe. Habe ich noch eine Galerie? Ich habe sogar Beweisbilder. Ach, es gibt einen Kameraspeicher und dann kann ich, da kann ich das in die Galerie. Och, nice. Och, wie cool. Ich glaube, das Viech behalte ich. Ich brauche einen Beweis. Und diese drei Kerzen. Das machen wir mal so. Hallo? Genau. So. Können wir auch direkt weiterspielen, würde ich sagen. Was nu? Hast du dich umgezogen oder was? Klar, da sind noch zwei Kerle und sie zieht sich erstmal was. Die Kleidung gefällt mir. Hallo? Ich sag mal so, das ist ein bisschen unpraktisch, falls man klettern muss und laufen muss wegen dem Rock. Deswegen nehme ich aus gutem Grunde die andere. Genau. Perfekt. Da ist schon, auch wenn es Jeans ist. Man sieht die Höschen. Ach, egal. Hallo? Sie will nicht mit mir reden? Ich laufe am besten einfach weg. Dann haben wir das Spiel auch schon in Dorn gebracht. Boah, was jetzt ein cooler Effekt wäre, wenn ich so zurückgehe und dann komme ich da hinten bei den Autos wieder raus. Also, dass ich jetzt einfach immer nur geradeaus gehe und plötzlich ein Auto kommt. Hey, wie weit kann ich denn zurückgehen? Man muss ja alles mal austesten, finde ich, ne? Da ist die Straße. Ja, das ist mir tausendmal angenehmer als das verrückte Zeug, was ich geträumt habe. Und wenn es da schon so mit dem Auto losgeht, dann ist es doch verständlich, dass es wahrscheinlich so der Fall sein wird. Aber jetzt panikt, dass mich irgendwas auf der Strecke überrascht. Wie weit kann man zurückgehen? Ach, siehst du in der Zeit auch aus der Puste? Aber gut, aber hatten die Entwickler, dass sie sozusagen es so gemacht haben, dass man halt so weit zurückgehen kann. Weil die meisten hätten da eine Alpha-Wand hingehauen. Kommt jetzt noch irgendwas Aufregendes? Boah, Alter. 30 Minuten. Ich bin immer so, ich hab noch Hoffnung. Ach, da kommt nichts mehr. Ey, ganz ehrlich. Oh, es tut mir voll leid, jetzt müssen wir wieder zurücklaufen. Jetzt nicht noch schneller. Mensch, Mädel. So, damit hätten wir diese Folge auch schon mal rum, würde ich sagen, ne? Kannst du nicht schneller laufen? Ach so, ja, jetzt weigerst du dich, verstehe. Lauf, lauf, Speedy Gonzales! Alter, was ist das denn? Guck mal den Busch an! Was ist das denn? Alter, wie... wie schlimm ist das denn? Ich meine, so klar, so haben sie es damals auch gemacht. Ich habe auch gehört, dass bei Far Cry zum Beispiel
Das sind bei den Bäumen. Damals, wenn der Baum weiter weg ist, damit die Polygonanzahl nicht so hoch ist, haben sie es durch ein Sprite ersetzt. Und dementsprechend, jedes Mal, wenn du zum Beispiel so ein bisschen weiter nach rechts gehst, hat sich der Sprite natürlich geändert. Und der Baum hat dich die ganze Zeit nur immer angeguckt, sodass du diese Papiersicht halt gar nicht hast. Ach, komm schon. Wir sind gleich da, versprochen. Dread out. Erste richtige Folge, weißt du, ich bin nur am Laufen. Schneid dich mal an jetzt. Weißt du, das schon alles? Genau. Du hast es gleich geschafft. Komm schon. Das ist das Auto. Das ist jetzt mega gruselig. Wenn man die fotografieren will und einer wäre erst gar nicht da. Errungenschaft freigestellt, BFF. Lösen die sich auch auf? So, kann ich ihn anquatschen? Nein, ich könnte die anquatschen. Mache ich auch gleich. Das ist meine BFF, glaube ich. Oder die da hinten. Die einsame. Was twitterst du denn gerade so? Hä, wieso rennst du von mir? Miss Siska, where are we? I really wasn't expecting there to be a bridge here. That complicates things a bit. Hey, Miss Siska! Are you listening? Stop ignoring me! Hang on a minute, Sal. Technically, we shouldn't be too far from home. But where is this exactly? So, what now? Actually, Miss Siska, what we should have done was taken a left turn initially, turned right at the intersection, and then went straight before turning around and making a left instead of a right. Know-it-all? Blabbermouth. Excuse me? Guys, hey. Please, just calm down, okay? Jeez. Whoa. This place is so awesome. Oh, man. Cool. So, how do we get over there? There's gotta be a way somewhere. Huh? Das kann Weg. Ich sehe nichts. Eindeutig, wir müssen umkehren. Eindeutig. Ira, du bist meine beste Freundin. Take my picture. Ja, gerne. Total überbelichtet, aber warte, einmal ganz Körper. Das Auto nimmt irgendwie schöner draus. Der Zaun ist auch nicht gerade das Idealste, aber komm, der goldene Schnitt. Oh ja! Du bist ein Hübscher, pass auf. Und zwar, das hier ist ganz cool geworden, finde ich. Wie sie so gehen, das wirkt irgendwie ein bisschen natürlich. So. Das ist so, huch, wo sind wir hier gelandet? Komm, sie ist meine Beste, rein da. Einmal die Brücke, jo. Das war's. Mehr will ich nicht reinhaben. So, und jetzt? Willst du noch ein Foto haben? Wie gut, dass von dir mit diesen Sachen kommen. What are we supposed to do now? Dad? Come on, Dad, pick up. Where are you? Die Dialoge sind äußerst sinnvoll. Sind äußerst sinnvoll. God damn, what a wreck. With a bridge that size, this is a disaster. Well, this is just great. Huh. It's kind of like a horror movie, isn't it? Oh, you know, the first one to die is usually a perky girl. Just like you, Sally. Better be careful. What? That is so not funny. If I die, I am totally going to haunt you.
Well, as long as the ghost looks like you, I won't be complaining. Ugh, as if. In your dreams, pervert. Okay, den fand ich gut. Das lasse ich gelten. Kratzt er sich ja gerade am Arsch? Und gleich nochmal? Und ja, riecht dran, genau. Zweimal kratzen. Tun, als würde ich abwischen. Einmal gehen, damit sich auffällt. Nochmal kratzen, weil es immer noch juckt. Immer noch kratzen, weil es immer noch juckt. Und? Oh, dreimal kratzen. What is it, man? Hold on a sec. Hä? Ja, wieso? Hä? Nein, da will ich nicht lang. Still, where exactly are we? Chicago. Der hat da hinten was gefunden. Leute, ich hab's gesehen, der hat's gefunden. Ah, voicemail. Hier, komm, hast du das gefunden? Guck mal, das ist ein Weg, das sehe ich doch jetzt schon. Tschüss. Miss Siska, wait for me. Die sterben zuerst, auf jeden Fall. Können wir bitte ein bisschen vorsichtiger sein? Leute. Alter, da unten ist tiefster Nähe. Ja, guck dir die Hütte an. Sieht vertrauenswürdig aus. Da kann sehr ein Mörder drin wohnen, Junge. Auch wenn ihr an Geister nicht glaubt, da könnte Freddy drin wohnen. Der aus den Träumen, ja. Ja, dann verantworte mal das hier. Ich bin Erste. Ha, ihr Loser. Ihr könnt ja gar nicht laufen. Verdammt. Booste. Außer Booste. Lauf. Nein, komm schon! Oh Gott, wir sind Erste. Das schaffen wir. Schnell. Überholmanöver auf Endspurt. Ja! Ja! Wuhu! Okay. Ziel aktualisiert. Will ich das denn überhaupt? Au. Ich hab einen Ast voll gegen den Kopf bekommen. Hey, wir sind auf der anderen Seite. Ich freue mich. Okay. Und jetzt? Na, auch endlich da, ihr Lahmtaschen. Well, this is incredibly odd. Looks almost as if the name was deliberately smudged off. Hä? Yeah, it had to be on purpose. I wonder why. It's very odd. Oh, come on! This place is super creepy. Look, I'm already getting goosebumps. Why do we have to go in here anyway? Can't we just go home already? There's no way a natural disaster caused this. A lot of the buildings are still intact, see? Ja. Und jetzt? Ma'am? Come on, quit fooling around. Let's just go back, okay? Okay. You're right, Sal. Let's just grab the others and we'll get going. Wie sammeln wir die anderen ein? Nein! Lass sie sterben, gehen! Ach Mann. Warum denn nur ich? Was ist das eigentlich für ein Institut?